In diesem Video ziehen wir unseren Handschuh aus. Mein Name ist Goldminka und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Tanzvideos zum Mitmachen für mehr Sinnlichkeit und Weiblichkeit in deinem Leben. Wenn dich das interessiert, dann abonniere gerne meinen Kanal. Und wenn du noch mehr mit mir tanzen möchtest, dann schau doch einfach mal in der Videobeschreibung nach. Genau, und heute in dem Video ziehen wir uns unseren Handschuh aus. Diese Handschuhe gibt es wirklich in allen Farben und du findest sie bei großen Online-Versandhäusern, zum Beispiel das mit dem großen A. Schau da einfach mal nach, da gibt es sie wirklich in Hülle und Fülle. Genau, und die Tanzkombination des heutigen Videos tanze ich dir zuerst einmal vor, dann erkläre ich sie dir Schritt für Schritt. Und ganz am Schluss tanzen wir beide gemeinsam mit Musik. Okay, dann geht es los mit unserer kleinen Choreografie und ich tanze sie dir jetzt zuerst einmal vor. So, jetzt ziehe ich mir meinen Handschuh wieder an. Du kannst dir auch direkt deine Handschuhe anziehen und mitmachen. Ja, einen kleinen Augenblick und dann geht's gleich los. So. Okay. Jetzt fangen wir an. Wir stellen uns in eine elegante Grundpose, das heißt, wir nehmen die Füße zusammen und drehen jetzt die Zehenspitzen 45 Grad nach außen, sodass sie jetzt in die Ecke des Zimmers zeigen. Du stellst dein äußeres Bein auf. Das äußere Bein ist das, was so zum Publikum zeigt. Ja, also nicht das hier, sondern das äußere Bein. Okay. Dann achtest du darauf, dass dein Fuß dicht am anderen Fuß steht, also nicht hier irgendwo, sondern dicht am anderen Fuß. Dein Knie bedeckt dein anderes Knie, also mach nicht das hier, sondern das hier. Du hast hier eine schöne, elegante Kurve, du richtest dich auf, aus deinem Dekolleté scheint die Sonne. Das bedeutet, dass du hier nicht so zusammengesackt bist, sondern dich aufrichtest. Und dir wirklich vorstellen kannst, aus deinem Dekolleté scheint und strahlt die Sonne. Dann ist dein Hals lang gezogen und dein Kopf wird nach oben gezogen an einem Silberfaden. Genau. Jetzt nimmst du deine Hände in die Hüfte und wackelst viermal mit der Hüfte. 3, 4. Und als nächstes machen wir die schönen Grinds. Die Grinds sind diese weich geschmeidige Bewegung und also diese weich geschmeidigen Bewegungen. Und dafür stellen wir uns jetzt so nach vorne ausgerichtet hin. Ja, und genießen diese schönen Grinds. Die Grinds sind die, ja, wie gesagt, weichgeschmeidige Bewegung. Und du kannst dir dabei vorstellen, du malst mit deiner Hüfte eine 8 auf den Boden. Ja, stell dir vor, du hast hier so zwei Stifte an deiner Hüfte und malst gedanklich auf den Boden eine 8. Und eine Vorstellung, die dabei auch noch hilft, die Bewegung noch weichgeschmeidig fließend werden zu lassen, ist die Vorstellung von Wasser in deiner Hüfte. Ja, also stell dir wirklich vor, Wasser fließt in deiner Hüfte hin und her und du malst dabei eine 8 auf den Boden.
Und macht diese Bewegung oder überhaupt alles, was wir hier machen, wirklich nur für dich. Ja, wir sind nämlich leider im Alltag wirklich immer sehr kopflastig unterwegs und denken so, ich muss noch das erledigen, ich muss noch einkaufen, morgen in meinem Job, das und das Meeting, und der hat mich heute genervt und bla. Und ja, und das sind immer alles so Sachen, die so in unserem Kopf stattfinden. Also, dass wir dann so gestresst in unserem Kopf sind und leider immer so das Gefühl zu unserem Körper verlieren und zu unserer Sinnlichkeit und zu unserer Weiblichkeit. Und das ist sehr, sehr schade. Und deswegen nimm alles, was wir hier machen, all diese kleinen Tanzkombinationen hier auf meinem Kanal, als Inspiration, um mal so ganz bei dir, in deinem Körper, in deiner Weiblichkeit anzukommen. Genau. Also, wir sind immer noch bei den Grinds. Und als nächstes beenden wir die Grinds und machen 3 Schritte nach vorne. Ganz einfach, wir laufen jetzt hier mit dem Bein los, was hier schon so aufgestellt ist. Ja, da einfach 3 Schritte nach vorne. 1, 2, 3. Und stehen hier wieder in einer eleganten Pose. Als nächstes nehmen wir die Arme nach oben. Also abwechselnd einen Arm und den anderen Arm. Und das ist jetzt schon die Einleitung zum Handschuhe ausziehen. Ja, wir ziehen dann unseren rechten Handschuh aus. Und dieses Handschuh ausziehen besteht immer generell aus 3 Schritten. Der erste Schritt ist Handschuhe präsentieren. Der zweite Schritt Handschuh ausziehen. Und der dritte Schritt Handschuh verabschieden. Und die Pose, die wir jetzt hier machen, ist das Handschuhe präsentieren. Ja, also 1, 2, Arme nacheinander nach oben und diese Pose jetzt halten. Und jetzt streicheln wir abwechselnd über unsere Handschuhe. Also erst über den linken Handschuh, ganz genüsslich, das ist der schönste Handschuh der Welt. Und jetzt über den rechten Handschuh, den wir jetzt gleich ausziehen werden. Ganz genüsslich, geschmeidig. Genau. Und jetzt nimmst du deine rechte Hand, also über deinen Kopf. Pass auf, dass du hier nicht so dein Gesicht dabei verdeckst, sondern wirklich so schräg über deinen, so schräg vor über deinen Kopf. Und wir ziehen jetzt den Handschuh Finger für Finger aus. Also 1, 2, 3 und setz hier immer wieder in einer großen Bewegung an. Ja, mach das nicht in so einen kleinen Mini-Bewegungen, sondern immer wieder in einer großen Bewegung neu von vorne ansetzen. Jetzt greifst du dir hier einen Finger von deinem Handschuh und um deinen Handschuh jetzt besser kontrollieren zu können, währenddessen du ihn ausziehst, öffnest du jetzt deine Finger im Handschuh. Und ziehst einfach so Spannung, Überraschung. Und jetzt verabschieden wir uns vom Handschuh. Ja? Das heißt, jetzt ziehen wir ihn endgültig aus, wirbeln hier nochmal so mit dem Handschuh rum, werfen ihn weg und machen eine Schlusspose. Genau. Das ist die Handschuhchoreografie, genau. Und was ich jetzt noch vergessen habe zu sagen, wenn du deinen Handschuh wegwirfst, dann wirf ihn wirklich weg. Also nicht hier vor deine Füße, ja, sondern weg, damit du jetzt hier nicht noch drauf trittst auf deinen schönen Handschuh. Ja, das wäre schade, wenn du jetzt hier noch weiter tanzen würdest und du trittst dabei auf deinen Handschuh drauf, weil er dir hier irgendwo im Weg liegt. Okay, wir tanzen das Ganze jetzt nochmal mit Musik. Ich ziehe mir meinen Handschuh wieder an. Und wenn du noch weiter mit mir tanzen möchtest, dann schau gerne einfach mal in die Videobeschreibung. Okay, Handschuh ist an und Musik auch an und los geht's.